Hey Leute, und willkommen zu dem finalen Part von Dynasty Warrior 4 mit der Schuhkampagne. Im letzten Part haben wir die Schlacht von Yiling geschlagen, haben natürlich die Wu-Truppen zurückgedrängt und wir stehen jetzt so bei ihrer Hauptschlacht Yanyi. Greife die Wu-Hauptstadt Yanyi an und bringe Verderben über die Sun-Familie. Gut, wir haben nichts weiter bekommen. Liu Bei ist klar, Ma Dai, Huan Zhong und Jiang Wei, Sun Jian, Sun Ce, Sun Quan, Sun Cheng Zheng, Tai Si Chi, Zhao Tai und Huan Gai. Die Schlacht hat auch ein kleines Gimmick, würde ich mal sagen. Um die Schlacht zu schaffen, müssen wir die Familie Sun ausrotten. Beginnen mit den Ältesten bis zum Jüngsten. Sprich, wir fangen mit Sun Jian an, gehen dann runter zu Sun Ce, Sun Quan und Sun Zheng Zheng. Machen wir natürlich das nicht so. Ziehen die jeweiligen Mitglieder der Sun-Familie sich zurück und erscheinen dann irgendwo anders. Wir können nicht zurückfallen. Es ist Sun Jian. Nein, er ist hier drüben. Was ist hier los? Ja, das ist auch irgendwie so eine Art Taktik vom Feind, dass die solche, ich sag mal, Köder ausgelegt haben, die so aussehen wie Sun Jian, es aber nicht sind. Wir dürfen nicht zurückfallen. Ich bin hier. Da ist ein Offizier erschienen. Ah, okay. Wir kümmern uns erstmal um Huan Gai. Digga. So, Huan Gai ist schon mal erledigt. Feindlicher Offizier besiegt. Nun sind die Jungen am Zug. Sichern wir uns erstmal unsere hintere Flanke, damit Liu Bei nicht ins Straucheln kommt. Und dann ziehen wir weiter in Richtung Süden. Okay, jetzt rücken die Kinder auch noch vor. Ja, und die zwei Offiziere ebenso. Die Schlacht an sich ist ja jetzt nicht so schwer, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Generell kann jede Schlacht eigentlich einfach sein, wenn man halt immer Liu Bei spielt oder an zweiter Stelle halt Zhu Geyang, der ja in manche Schlachten auch das Kommando hat. Aber sonst, ja, wo ist der? Genau, ich laufe genau drauf zu. Und faires Stück. Du mit deinen Weggeschuppe, Alter. Lass den Scheiß. Feindlicher Offizier besiegt. Du lässt hier das mit deinen komischen Strahlen, Digga. Wir können nicht zurückfallen. Feindlicher Offizier besiegt. Gut, da ist die hintere Flanke gesichert. Und wir marschieren jetzt runter zu Sun Jian. Und verprügeln ihn ein bisschen. Der Feind ist stark.
müssen härter kämpfen. Unsere Offiziere sollen ja nun ja nicht sterben. Weil die sollen die rechte und linke Flanke auf jeden Fall halten. Weil die marschieren alle in Richtung Liu Bei und dann wird's kritisch. Kann ich jetzt. Aua. Aber das kann ich jetzt mal zeigen. Wenn wir jetzt so ein C ausschalten. Ach, Digga, ey. Die mit ihrem Weggekloppe, Alter. Mehr. Feindlicher Offizier besiegt. Matai, los, mach den letzten Schlag. Ja, sonst hat sich zurückgezogen, so wie ich gesagt habe. Feindlicher Offizier besiegt. Aber es ist nur gut, dass hier die ganzen anderen Offiziere hier ins Zentrum gerückt sind. Das erspart uns erstmal für den Anfang. Die zu jagen. Tai Shishi, du bist der Nächste. Komm ran. Ihr werdet alle untergehen. Feindlicher Offizier. Sei froh, dass du durch meinen Speer gefallen bist. In Heifei wärst du durch Pfeile gestorben. Jiang Wei hat übelst Probleme. Komm mal. Zhao Tai, hallo. Nee. So, damit ist es ja auch erledigt. Aus. Vorbei. Sun Zhenzheng, komm. Du ziehst dich am besten auch mal zurück, wir ja? Können nicht zurückfallen. Du könntest eine Herausforderung sein. Feindlicher Offizier besiegt. Wir müssen uns zurückziehen. So. Sun Jian, du bist der Nächste. Sprich dein Gebet. Du bist ein Held, ohne Gleich. Die erscheinen auf jeden Fall wieder, wenn wir Sun Jian ausgeschaltet haben. Also Sun Ce und Sun Zhenzheng. Aber sonst passiert jetzt nicht mehr viel. Beziehungsweise den feindlichen Kommandeur. Ja, ich weiß. Das nächste Mal wird es noch unterhaltsamer. Versprochen. Muss auch sagen, die Synchronstimme hier gefällt mir viel besser als im dritten Teil. Beim dritten Teil hört er sich, weiß ich nicht, ganz komisch an. Aber da unterscheiden sich auch die Geister. Ja, kommt hier, ihr mit euren ständigen. Ja, ich klopp den einfach mal in den Rücken rein. Und du verpisst dich auch, ey. Das war's zu Jian. Wenn ich sterbe, die Sun-Familie wird leben.
So, gleich müssen wir uns angezeigt werden, wo... Ich bringe zu Ende, was genau. Du begonnen hast, Vater. Dann gehen wir einfach wieder in die mittlere Festung. Warte mal, wo ist denn so ein Jen? Ah, er läuft dann direkt zu ein Jen. Da könnten wir dann nämlich so gesagt abkürzen. Leo Bay, mach ich jetzt nicht schlapp, ey, du Waschlappen. Ey, warum geht der jetzt wieder Richtung Süden? Was ist denn das für ein Penner? Ich dachte, ich hätte jetzt so einen krassen Einfall, aber der jetzt geht er wieder Richtung Süden, ey, der Penner, ey. Willst du mich hier rumhetzen oder was? Wir können sie nicht halten. Das ist denen seine verfickte Mission. Ja, müssen wir halt im Hinterherjagen. Er hat scheinbar Angst vor uns. Ja, Ma Chao, der verprügelt mich wieder. Bleib doch jetzt mal stehen hier. Und jetzt willst du ins Zentrum, ne? Du blöder Penner. Liu Bei, wage es dir zu verrecken. Du kämpfst nur gegen Fußsoldaten und das kriegst du nicht geschissen. Wenn ich dann hingehe, hast du volles Leben hier und schreist trotzdem nach Hilfe. Hilfe, Hilfe! Sonst, ich bin da. Jetzt bleib mal stehen, du Kunde. Geht doch, ich bin dein Gegner. Du wirst durch meinen Speer fallen. So. Das sieht nicht gut aus. Feindlicher Offizier besiegt. Etwas schwindlig. Leg dich hin und ruh dich aus. Viel trinken vor allem. Lasst auch uns gehen. Vater, Bruder, ich setze euren Kampf. Wie gesagt, er hat volles Leben, ey, aber schreit nach Hilfe. Haltet ja so einen schweren Schach, bis ich da bin. Keine Lust, jetzt den auch noch über die ganze Map nämlich zu folgen. Ja, und somit ist dann mein heutiges Pensum auch erstmal erfüllt. Werde anschließend auch wieder zwei Videos hochladen. Für die nächste Zeit kommt dann erstmal Left 4 Dead 1, damit ich das Projekt ist fertig aufgenommen, aber damit ich es aus der Rubrik laufend rausnehmen kann. Dynasty Warrior wird uns, wie gesagt, noch ein bisschen begleiten. Ich glaube, das nächste Projekt, was wirklich seinen Abschluss finden wird, wird halt Mortal Kombat sein. Ich weiß halt nur noch nicht, wie ich das mit den Arcade-Modus mache, um die Enden euch zu zeigen. Ob ich das überhaupt machen werde, gleich im Anschluss, solange Dynasty Warrior noch läuft, kann ich nicht sagen. Vater, Bruder, vergebt mir. Ich denke mal, das werde ich dann spontan entscheiden. Könnte aber auch sein, dass ich dann sage, okay, ich fange dann schon mal mit den PS1-Titeln an,
die ich dann vorab schon mal aufnehmen werde. Zumindest die Projekte, die eben halt schnell durchzuspielen sind, also sowas wie Tekken 3 und vielleicht Frontschweine, mal gucken. Und dann, ja, haben wir wieder sehr viel Spaß miteinander. Gerade bei Frontschweine, ich hab so Bock auf das Spiel. Das einzige Manko, wo ich sehr viel Respekt habe, ist bei einer Schlacht. Die kommt zwar so gegen Ende, aber ja, das ist nicht ohne. Aber das werdet ihr sehen, sobald wir da sind. Ich werd dir zeigen, was ich kann. Vor ein Sterben und Bluten. So, das war's. Noch kann ich. So, China ist geeint unter der Herrschaft von Liu Bei. Die gleiche Cutscene wie auch immer, bei den anderen auch. Aber ich lasse sie trotzdem durchlaufen. Ja, jetzt gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung. Die werde ich auch durchlaufen lassen. Könnt ihr das durchlesen, aber für mich ist das einfach zu schnell wieder weg, um das vorzulesen. Ja, wir hatten sehr viele Probleme, muss ich sagen. Dass ich zweimal verreckt bin, das war nicht vorher gesehen, aber naja, passiert halt. Gerade bei den Duellen, da kann immer so viel schief gehen, gerade weil der Gegner immer sehr schnell im Blocken ist und vor allem auch das hinkriegt mit diesem Counter-Move, den ich bis heute nicht beherrsche. Aber es gibt ja auch noch andere Spiele, wo es so einen Counter-Move gibt, wo ich da auch einfach nicht dahinter komme, wie das Zeitfenster ist, zum Beispiel Dark Souls oder Sekiro. Da bin ich einfach zu doof drin. So, morgen zum Montag, wenn ich alles erledigt habe, wie gesagt, werde ich dann halt gucken, dass ich dann Mortal Kombat weiter aufnehme und ja, werde dann auch Left 4 Dead 2 aufnehmen, die DLC-Maps, damit das so schnell wie möglich auch im Kasten ist und hochgeladen ist und so weiter. Damit ich dann auch ja, das Projekt endgültig auf Eis legen kann. Ich meine, klar, vorher war es ja schon abgeschlossen, aber die DLC-Maps möchte ich noch sehr gerne zeigen.
unser Werdegang natürlich mal wieder. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Legenden. Hier wäre das dann, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt, könnte man hier nochmal gegen die gelben Turbane kämpfen, die sich mit Zhang Lu verbindet haben. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, einmal wäre... Nee. Doch. Also hier käme dann irgendwie Guan Yus Flucht. Und die andere Schlacht müsste Schlacht bei Runan sein. Hier bin ich nicht sicher. Ich glaube, die Schlacht am Tong-Tor. Aber hier habe ich keinen Plan, wo jetzt hier der Weg sich spaltet. Das werden wir uns erst geben, wenn wir natürlich fertig sind. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder mit dabei, wenn wir die Kampagne mit Wu starten. Also in dem Sinne, haut rein und ciao.